So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Battleforge bzw. Skylords. Heute schauen wir uns ein bisschen PvP an. Ist ein sehr spezielles Thema in dem Spiel, denn es gibt so zwei Dinge, wo ich sage, hier unterscheidet sich das Gameplay grundlegend von anderen RTS-Spielen. Zum einen, es ist ein Full-Vision-Game, also es gibt keinen Nebel des Krieges. Du bist dir konstant bewusst, was der Gegner macht. Kannst es dir direkt anschauen, zu jeder Zeit, auf der ganzen Map. Und das andere ist, es ist ein bisschen... Es ist sehr reaktiv, ist mein Eindruck. Dadurch, dass du mit einem Klick auf der Map eine Kreatur beschwören kannst und du eben nicht wie in anderen RTS-Games du deine Basis hast, wo du Einheiten pumpst und dann erst zum Gegner gehst. Nein, hier ist es ja so, wenn nur eine Einheit beim Gegner ist, kannst du da alles spammen. Das macht das Ganze sehr schnell. Es ist sehr aggressiv, aber eben auch sehr reaktiv, weil es ist so ein bisschen wie Schach, was spielt der Gegner? Und natürlich gibt es auch hier das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Schere-Stein-Papier, ja genau. sprich, bestimmte Einheiten sind gegen andere extrem gut. Dazu kommen die ganzen Spells und so weiter. Ich spiele Tainted Darkness. Das ist ein kostenloses PvP-Deck. Ihr könnt euch immer jede Woche zwei kostenlose PvP-Decks organisieren. Ich habe schon ein bisschen gezockt, letztes Wochenende, seitdem nicht mehr. Ich bin wieder jetzt wahrscheinlich komplett eingerostet. Stehe 6-1. Dabei sage ich gesagt, die eine Niederlage habe ich kassiert, weil ich mit dem falschen Deck reingegangen bin. Mit einem Deck, was ich gerade für irgendeine Mission hier zusammengestellt hatte. Was nicht mal fertig war, weil ich nicht, also es war komplett Grütze. War Autolose. War sehr ärgerlich, weil ich wollte unbedingt die Null so lange wie es geht halten. Und ich kann auch nur hinzusagen, zwei Matches da waren gegen Top 100 und die habe ich fertig gemacht. Trotzdem, es sei gesagt, ich bin absoluter Rookie. Das Einzige, was ich mitbringe, ist halt RTS-Erfahrung aus anderen Games. Aber wie ich eben schon meinte, ist sehr speziell. Heute steht an! Wir werden jetzt ein paar Matches zocken. Die werden jetzt grob aneinander geschnitten. Also die werden nicht geschnitten, aber wir gucken mal, dass wir nur interessante Partien aneinander reihen. Und dann werde ich ein Match davon rauspicken und gemeinsam mit Radical X, der deutsch ist, geisteskranke Stats, mit dem werde ich das dann analysieren. Der wird hier reinjoinen in die Aufnahme und dann besprechen wir mal, ich gehe mal davon aus, es wird ein Lose sein, warum ich da verloren habe. So, und wenn ich kein Lose, also ja, ich werde, also das wäre krass. Bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt spannend. Okay, also ich gehe in den Duellbereich. Mein Deck, grob erklärt, Tainted Darkness ist halt komplett Schatten. Recht stark wohl aktuell. Es gibt, ich kann jetzt nicht jede Karte einzeln erklären, das sprengt es. Ich glaube, ihr seht es dann einfach. Und ich versuche mal beim ersten Match ein bisschen so zu erklären, warum ich was mache, auch wenn es natürlich dann sich krass auf mein Gameplay auswirken wird, weil ich dann nicht full focus bin. Aber wir gucken mal. Ich schreibe mein Global, weil tatsächlich machen noch nicht sehr viele von euch PvP. Wagt euch ruhig mal rein. Ich schreibe mein Global. Meldet mal alle PvP an. Abfahrt. Wo ist hier eigentlich der Chat? Warum ist der ganz oben? Ja, ich heiße wieder Hand of Blood. Das D&D-System geht jetzt. Genau, machen 1-on-1. Ich gucke mal, ob es hier Reaktionen gibt. Oder ob das jetzt tatsächlich alle schnell machen. Das Matchmaking wird nämlich immer gröber, umso länger man in der Queue ist. Ich meine, am Ende des Tages egal. Okay, gucken wir mal. Das ist mein PvP-Rang auf der linken Seite. Rang 3. Ist es 3 oder zählt 0 als 1? Hier steht immer, auf welcher Elo gesucht wird. Ja, und allein, dass wir jetzt schon ein bisschen warten müssen. Wenn das gleich hochgeht, werde ich abbrechen und neu suchen. Weil ich... Ja, wobei, haben wir interessantere... Ja, so jetzt zum Beispiel. Also, ich suche nochmal. Ich scrolle das mal hoch. Ja, ich nehme hier gerade so eine Uhrzeit auf. 13.57 Uhr. Gut, klar... Schule ist noch nicht auf, ja. Aber Homeschooling, ja, könnte jetzt langsam zu Ende sein. Zudem alle im Homeoffice, also
Warte mal, geht das runter oder hoch? Oh. Okay, da haben wir einen. Der ist unranked. Und hat ein... Er hat ein RPVE-Deck mit. Okay, keine Gnade. Ich kann aber, vielleicht ist ein Anzeigefehler. So, ich starte mit Schreckensross, weil das ist mein T1-Starter. Das ist eine schnelle Unit. Und eigentlich wollte ich nicht die Mitte. Scheiße, weil in der Mitte bin ich sehr angreifbar. Okay, er hat einen komischen Start. Also es ist eine schnelle Unit, darum geht's hier. Wichtige Hotkeys sind Y, damit kann man schnell Sachen bauen. Okay. Ich habe D&D an. Warum kann der mir wispern? Ich schalte mal um, by the way. Zack, bin ich ein bisschen kleiner. Ich guck mal, ob ich hier die Mauer hochziehen kann. Weil das wäre krass, wenn er jetzt nämlich hier... Nee, er baut keinen Energiebrunnen so far. Okay, ich will, darf hier nicht in die Sackgasse rennen. Hm, ist auch eine schnelle Unit. Er baut irgendwie... Weiß nicht. Okay, ich gehe T2. Mache ich mich sehr angreifbar, wenn er das schlau spielt. Okay, er zieht sich zurück. Jetzt baut er erst seinen Energiebrunnen. Ich mache nochmal die Runde. Versuche die Mauer umzuziehen. Ich will die Mauer bauen, weil wenn ich da Bogenschützen drauf positioniere, sind die extrem tanky und können seine Energiebrunnen beschießen. Das kann sehr gut für mich sein. Will er jetzt hier T2 bauen? Das lasse ich ihm nicht. No, no, no. So, und wenn er jetzt nicht aufpasst, ziehe ich die Mauer hoch. Okay, gegen T1-Unit ist Schreckensrost ganz gut. Ich ziehe jetzt die Mauer hoch. Da passt er nicht auf. Ich ziehe die Verlassenen zurück. Gehe mit dem Schreckensrost rein. Mach hier motivieren. Er explodiert. Oh mein Gott, ich habe... Ah, ich wollte eigentlich eine Explosion machen. Ich wollte ihn eigentlich suiciden lassen, habe aber motivieren gemacht. Böse Überraschung ist der richtige Spell. Dann suicidet der. Ah, die müssen da eigentlich unbedingt überleben. Ich beschwöre neue und setze sie hier auf die Mauer. Okay, er hielt. Er hielt. Ich bin T2. Er hat aber mehr Energie. Er hat mehr Energie. Das ist natürlich kritisch. Die hier sind sehr gut gegen S-Units. Das sind dunkle Assassinen. Die sind extrem stark gegen S-Units. Das steht da unten immer dran. Könnt ihr die abschießen? Das wäre nice. Ich repariere das. Und hol mir... Das ist übrigens eine T2-Unit. So, jetzt mache ich parallel ein bisschen Druck. Unten. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Aktion, Reaktion. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht sein RPVE-Deck, oder? Beschwöre hier noch einen rein. Wir gehen aufs Monument. Und er holt sich gerade T2... Ich weiß nicht, ob... Nee, hä? Was macht er? Okay, krass. Er verteidigt unten nicht. Ja. Okay. Dann gehen wir hier all in. Er hat seine Werwölfe rein suicide und geht auf T2. Wir gehen weiter aufs Monument. Wir machen jetzt Enrage. Dadurch sterben die nach einer gewissen Zeit. Und werde einen motivieren anwenden. Jetzt sind zwei deutlich stärker. Das war ein bisschen misplayed. Ich dachte, er geht drauf. Ist okay, er verliert ein Tier. Das Gute ist, wenn man Energiebrunnen zerstört, ist die Energie weg. Die geht flöten. So, die sterben jetzt. Die geht flöten. Jetzt ist er auf Schatten T1. Ich glaube, er hat keine Units, um die zu spielen, weil er, glaube ich, nur auf grünen Starter hat. Ich baue jetzt hier einfach mal Phasentürme. Ja, wobei, wir können einfach mal gucken, was passiert. Also die Phasentürme sind ganz nice. Die baue ich hier halbwegs safe, weil gerade kein Druck ist. Die können sich umher teleportieren. Und damit kann man sehr viel Druck ausüben. Und das, die haben auch eine exorbitante Reichweite auf, mit dem Teleport. Also machen wir mal Schwupps. Ich glaube, das ist GG. Er hat aber auch ein komisches Deck gehabt. Und er hat auch nicht mit schnellen Units also, ja. Das Problem ist, glaube ich... Ah, er baut hier wieder sein T1. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Okay, dann baue ich jetzt hier wieder einen Turm und kann mich später rein teleportieren. Ich positioniere den ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, was er für CC-Spells hat. Die Nachtkriecher sind halt nice, weil sie sind auch schnell. Die sind, die haben ordentlich Bums, ja. So, wir gucken mal, ob wir uns hier positionieren können. Sehr gut. Okay, er hat jetzt auch Nachtkriecher. Ich ziehe hier eine Mauer hoch.
und greife hier an. Ich mache eine böse Überraschung. Okay, er hat genau davor geheilt. Das ist natürlich unlucky. Greife hier sein T2 an. T1 ja wieder. Ich werde jetzt einen Energiebrunnen bauen. Das kann ich mir leisten. So. Was macht er? Scheiße, ich darf ihn da nicht reinlassen. Deswegen drehe ich mal eine kleine Runde. Ich will den eigentlich nicht verlieren. Ich verliere ihn aber, oder? Okay, das ist ziemlich nice, dass er überlebt hat. Ich baue noch einen Energiebrunnen. Ich werde ihn jetzt... Ich habe ihn eingesperrt. Und werde jetzt ihn langsam aber sicher quasi aushungern lassen. Und mach das mit Phasentürmen. Okay, was hat er vor? Was hat er vor? So, er wollte sein Tier bauen. Das will ich aber nicht. Nee. Okay, da habe ich ziemlich reingeschissen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber hier unten nehme ich mir jetzt seinen Energiebrunnen. Okay, wir müssen mal gucken, was wir jetzt oben machen. Am besten greife ich einfach unten an. Volles Brett. Und krabbel da drauf. Ich glaube, ich sollte auch langsam T3 gehen. Aber das Ding ist, ich bin gerade eigentlich so am Drücker, dass ich hier durchziehen sollte. Okay, das ist nicht schlimm. Der CC war ganz gut, aber seine Units sind eh schon tot und er kann ja eigentlich nichts reißen. Also im Sinne gut, dass er mich halt ein bisschen delayed. Mach ich noch einen Nachtkriecher. Sind halt gut gegen S-Units und das sind M-Units, deswegen weiß ich nicht genau, was er da vorhat. Ich würde hier alles kaputt machen, tatsächlich. Muss ich da nochmal motivieren, bevor das Vieh stirbt. So, die Schattenpriesterin macht, Schattenmagierin macht ultra viel Schaden. Macht ultra, ultra viel Schaden. Okay, aber sie schadet sich selber, wenn sie angreift. Na gut. So, dann machen wir mir mal einen Energiebrunnen, heilen meine Nachtkriecher hoch. Und machen oben wieder ein bisschen Stress. Man merkt schon, er hat keine Energie mehr. So, dann rücken wir mal nach oben vor. Hat halt ein bisschen Abklingzeit. Okay, er hat sein Monument abgerissen. Warum sind meine Nachtkriecher gestorben? Die waren eigentlich nicht gefrenzied. War das jetzt Surrender? I guess? Also ja, das Ding ist, er hatte ein richtiges Kackdeck. Ich glaube, das hätte ich auch deutlich cleaner spielen können. Ja. Okay. Aber war vielleicht ganz gut zum Warmwerden. Also, ja, es kann sein, dass viele nicht wissen, dass man sich dieses PvP-Deck kostenlos holen kann. Wie hieß er denn jetzt? Dann schreibe ich gerne GG. Okay, das ist ein ziemlich schwerer Gegner. Der hat einen ziemlich hohen PvP-Rang. Und ich habe nicht aufgepasst, man hat auch gesehen, dass, okay, hier die Mitte zu haben ist nicht gut, man macht sich sehr angreifbar. Der hat einen ziemlich guten Rang,
Er startet mit Druide? Der Tod wird herrschen. Nur weiter. Okay, grün. Und Dryade. Ich habe noch nie gegen Grün gespielt, muss ich auch sagen. Geradon. Okay, ich kann gerade nicht. Wallah. Was ist jetzt? Junge, lass mich in Ruhe. Okay. Es ist eine Medium-Unit, die ziemlich viel Stress verursachen kann. Ich versuche mal rein zu suiciden. Diesmal bitte ein richtiges Spell. So, ich habe leider meine Units reingeschickt. Ich wollte das eigentlich nicht. Okay, es liebt sie. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, da weiß ich nicht genau, wie ich gegen spielen soll. Letztendlich sind die Verlassenen eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich brauche nur eine kritische Masse, um den wirklich auch zu killen. Und das schaffe ich gerade nicht. Und wie man sieht, jetzt spielt der Orkan. Er hat noch keinen Energiebrunnen gebaut. Ich werde jetzt hier eine Mauer ziehen. Das Ganze über links hier offensiv verlagern. Der ist RIP. Das ist super schlecht für mich. Sehr schlechter Start. Ich weiß leider nicht, wie ich dagegen gut verteidige. Ich glaube, ich hätte früher... Ja, ich glaube tatsächlich, weil ich ihm da geschrieben habe oder schreiben wollte, er hat mir nämlich geflüstert, good luck, have fun. Aber ich bin anscheinend noch nicht so drin, dass ich... Schade, da hat er aufgepasst. Aber ich kann die Mauer bauen. Mauern sind eigentlich ganz cool, weil man kriegt die vollen Ressourcen wieder. Ich werde jetzt hier noch einen Energiebrunnen bauen. Das Problem ist nur, ich muss das jetzt delayen, weil er hat ziemlich viel Truppen. Und wenn ich jetzt noch einen Energiebrunnen baue, ist das schon ein bisschen risky. Okay, er will aber hier gegen die Mauer rennen. Das ist für mich ganz gut. Ich baue den ein bisschen weiter hin, weil ich kann ja immer noch nach vorne teleportieren. Okay, der geht aber, das geht aber ganz schön runter. Mashallah. Warte mal, kann ich den anderen nicht herholen? Oh, ich habe Leg Spike. Das sieht nicht gut aus. Problem ist, es gibt für mich keinen Grund, da die Stellung zu halten. Wird hier jetzt verlassen auf die Mauer setzen. Er zieht sich aber zurück. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, gucken, dass ich T2 gehe. Ich mache das hier oben links. Ich versuche ihn auf der rechten Seite zu überraschen und die Mauer zu bauen. Wird, glaube ich, nicht klappen, aber ich beschäftige ihn. Das Ding ist, ich bin jetzt ziemlich hinterher. Ich bin delayed. Er hat da Energiebrunnen gebaut. LOL! Okay. Ich weiß nicht, wie smart das von ihm ist. Weil, jetzt kann ich hier richtig Druck machen. Und gleichzeitig versuche ich hier rechts die Mauer zu bauen. Ich gehe noch mehr auf die Türme. Ich mache, aha. Okay, hier will er angreifen, glaube ich. Gucken wir mal, inwiefern das klappt. Die Mauer muss ich hochziehen. Eure Streitkräfte werden angegriffen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, ich möchte den Turm weiter nach vorne verlagern. Das ist richtig gut, was hier passiert. Den machen wir dahin. Warum können die so weit schießen? So, auf den nächsten Energiebrunnen. Hier habe ich auch eine Mauer. Mache ich hoch. Die mache ich dahin. Hier mache ich Druck. Das Ding ist, hat er T2? Er baut gerade auf T2, das ist nicht gut. Okay, hier habe ich jetzt ein Problem. Okay, ich versuche da jetzt zu contesten, I guess. Also ich habe zwei Energiebrunnen gekillt, das ist ziemlich gut. Aber hier passieren gerade nicht gute Sachen. Also überhaupt nicht gute Sachen. Das muss repariert werden.
Und hier weiß ich nicht. Ich versuche den abzuschießen. Aber ich habe keine Energie. Leider keine Energie. Das war jetzt zu offensiv von mir alles. Ich muss ein Monument bauen. Könnt ihr Focus Fire machen? Das sieht gar nicht gut aus. Sieht leider gar nicht gut aus. Ich versuche mich aber wieder aufzubauen. Das Problem ist, er ist halt auf T2, Mann. Also an sich war mein Comeback okayisch. Ich glaube, ich habe jetzt das hier hätte ich lassen sollen. Da ist zu viel Energie jetzt reingeflossen, die ich zum Verteidigen gebraucht hätte. Hier war richtig gut, glaube ich, gerefragt. I don't know. Ich habe keinen Energiebrunnen mehr. Ich krieg nur noch Lernenergie gerade. Versuche mal auf T. Ja, ganz schwierig. Ich glaube, das ist GG. Die kriege ich nicht wegbewegt. Ich habe nicht genug. Nee. Ah, wobei, warte mal. Sind das Large Units oder Medium? Ein Monument wird angegriffen. Ich versuche den den Full Life mir zu schnurren. Okay, Abfahrt. Das kostet. Wie viel kostet das? 75? So viel habe ich gar nicht. Voila. Das ist nicht gut. Man kann hier einen Dude stealen. GG. Okay. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Replay. Das speichere ich. Also. Runtergebrochen für mich. Ich habe am Anfang das ein bisschen vertrödelt, weil man hat richtig gesehen, dass ich nicht verteidigen konnte, weil er schon da zu viele Truppen hatte und alles wegfokussen konnte. Und er hatte schon zwei Druiden. Ich habe mich da irgendwie, ich wollte ihm da noch whispern, weil er hat mir, kann man hier vielleicht nochmal zeigen, er hat mir Good Luck, Have Fun gewünscht. Ich wollte unbedingt antworten, dann war ich auf einmal E-Mail im Postfach und habe es nicht geschlossen bekommen. Schwierig. Aber ich glaube, ja, warum ich jetzt verloren habe, habe ich auch selber ganz gut erkannt. Er schreibt jetzt noch sich. Oh, er meldet sich gerade noch. Ich setze mich mal auf die andere Seite. Nicht so viel Mauern bauen. Wenn man sie nicht mehr braucht, einfach abreißen. Das gibt Void-Energie zurück. Sonst das Tod-Energie. Das ist actually richtig gut. Das weiß ich. Habe ich aber nicht angewandt. Okay. Mitte will ich eigentlich nicht. Wie mache ich das? Was hat er für ein Deck? Okay, er startet noch später. Okay. Schatten gegen Schatten. Ich werde mal jetzt den direkten Konflikt suchen. Schauen wir mal. Ausrüstung bereit. Steh da nicht rum, schieß auf was. Schlage die Linie. Schneller. Schaltet sie um. Laden. Ah, suicide ihn. Alter, ich wusste es sogar. Ist GG leider. Ich wusste es. Ich dachte nur, das ist erst worth bei drei Einheiten. Ich hätte nicht gedacht, dass das macht. Aber ich glaube, es war tatsächlich für ihn ziemlich gut, weil meine Einheit noch Beschwörungsdings hatte. Ist noch nicht GG. Ich werde hier jetzt weitermachen. Ich lasse ihn jetzt nur mal kommen. Okay, er will jetzt T2 bauen. Glaube ich. Also grundlegend gegen Verlassene sind halt ist halt Schreckensrost ganz gut. Einfach weil es gegen Small Units gut ist. Und die sind nicht gut gegen Small Units. Okay. Ich werde das ein bisschen delayen. Scheiße, Digga. So, jetzt mache ich mal das auch. Das kann ich nämlich. Geht nach hinten. Er suicided, Digga. Okay, das war nicht gut von ihm gespielt. Das war überhaupt nicht gut von ihm gespielt.
Ich bin wieder da. Er hat es overused. Er hat es komplett overused. Meiner Meinung nach. Er will aber direkt wiederkommen. Okay. Ich glaube, dann kann ich jetzt tatsächlich nicht T2 bauen, sondern ich baue nur einen Energiebrunnen. Lass die ein bisschen heilen. Buff die. Und schredder den Turm weg. Ich kann hier alles jederzeit beschwören. Ist ganz nice. Mit voll Leben. Deswegen ist der Kampf hier zu meinen Gunsten. Ich habe einen Energiebrunnen mehr und verteidige erfolgreich. Bin ziemlich am Drücker jetzt. Sorry, da muss ich mir einfach applaudieren. Das tut mir leid. Ich find's nice, weil er hat mich damit am Anfang richtig hops genommen, muss ich sagen. Und ich find's schön, dass wir das jetzt Reverse Sweep machen. So, er ist gut gegen Small Units, aber nicht gegen Medium Unit. Deswegen beschwöre ich jetzt eine Nox-Einheit und mach seinen Turm kaputt. Die geht auch nicht so schnell drauf. So, jetzt fokus ich die einfach weg. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zum Verteidigen. Ich bait mal noch mehr rein. Er soll jetzt hier noch beschwören. Er soll denken, ich habe nicht so viel Energie. Ich jebaite. Ey, es ist so gut. Er overused es komplett, weil wenn ich überlebe, ist es so fail von ihm. Ich lasse ihn mal kommen. Er scheint ein sehr aggressiver Spieler zu sein. Und damit spielt er sich gerade in den Untergang. Ey, wirklich, ich habe gedacht, am Anfang ist GG, habe ich auch gecallt, weil es super, meiner Meinung nach, recht schwer, davon zurückzukommen. So, jetzt habe ich extrem gute Units parat gegen ihn. Das werde ich angehen. Kann ich das auf dem Turm machen? Gut, super. Das ist okay. Ich baue einfach auch mal Türmchen. Schuss. Nee? Na gut. So, die sollen sich mal heilen. Was mache ich gegen viele Phasentürme? Ich glaube, Schattenmagierin ist tatsächlich the way to go. Okay, er will hier oben irgendwas hinbauen. Okay, Nox-Einheit ist, glaube ich, out of range für den Phasenturm. Deswegen mache ich jetzt Druck. Okay. Fucking Schattenmagierin, two-hitted einfach einen Phasenturm. Wallachmet. Okay, F. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier Druck machen. Ich gehe jetzt T3. Ich lasse die Schattenmagierin aufladen und werde wieder aktiv. Wobei, brauche ich nicht. Oder? Das wäre schon nice. So, ich repositioniere meinen eigenen Schattenturm. Da können sie sich auch heilen. Das ist richtig delicious, marmelicious. Das ist okay. Ja, ja, mach das mal. Okay, er bufft die. Ich one-shot die alle jetzt mit drei Schattenmagierinnen. Ist richtig eklig. Es ist einfach nur widerlich. Den könnte ich rein-suiciden und alle hops nehmen. Mach ich. Jawohl. Böse Überraschung, mein Freund. Den reparieren wir. So, jetzt bin ich T3 und jetzt wird es echt widerlich. Weil jetzt kommen diese Jungs. Die beschwören jetzt drei Nachtkriecher, die instant geraged sind, sprich, die halt draufgehen. Und die sollen hier einfach richtig viel Stress machen. In the meantime werden die Schattenmagierinnen hier alles clearen. Die laden wieder auf und können das nochmal machen. Und jetzt kommt Ashborn. Der leecht sich hoch. Ihr geht zurück. Und ladet euch auf. Nein, nein, nein!
Oh mein Gott, ich habe fast ihre Fähigkeit. F ist halt warten. So, dann machen wir noch einen Ashborn. Na, wobei, die beiden mache ich mal Gruppe 1, Gruppe 2. Warum spiele ich ohne Gruppen? Bin ich dumm? Ja, man merkt richtig, dass ich eingerostet bin. Allein, dass ich sowas nicht mache und nicht mit Gruppen spiele. Der ist RIP. Du gehst weiter. Und jetzt belagern wir. Schattenturm geht nach vorne. Phasenturm. Schattenturm auch geil. Du gehst rein. Das hat sich erledigt. Hier holen wir uns Energiebrunnen. Eure Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Gut, GG. Okay. War bis hierhin eine sehr runde Sache. Wir hatten ein weirdes Match. Eins, wo ich gesackt habe. Und eins, wo ich, glaube ich, ziemlich gut gespielt habe. Wobei es ist ja auch nur immer so, man ist ja auch nur so gut, wie der Gegner einem das gewährt. Aber ja, wir gehen jetzt in... Ich muss doch GG schreiben, voila. Gutes Match, hast gewonnen. GG. WP. Gut, wir gehen jetzt in die Analyse. So Leute, wir haben jetzt das Buch der Replays aufgeschlagen. Bei mir ist Radical X oder nur Radical, wie nennt man dich? Nennt man dich Ready oder Radical? Oder Radical X? Ich glaube, Radical X ist, glaube ich, so die gängigste Form. Okay, okay, okay. Oder bei Freunden vielleicht auch Radi, aber... Radi. nachdem. Es ist, nice, okay. Ja. Pass auf, ich habe 3 Matches gespielt. Du siehst ja auch die Replays, das um 14.08 Uhr auf Simai. Das können wir eigentlich skippen, weil da hatte mein Gegner ein RPVE-Deck. Okay. Das war auch dementsprechend ein... Klar, ich hätte da vielleicht auch besser spielen können, aber ich glaube, es ist nicht so interessant. Das auf Lyash. Das ist, glaube ich, das Interessanteste. Da habe ich auf die Schnauze bekommen. Gegen Geradon. Der ist Platz 135. Weißt du, ob du ihn kennst? Ja, sagt mir was doch. Okay, und mein Problem da war, also vorab, er hat Good Luck, Have Fun geflüstert und ich wollte zurückflüstern. Hab dann aber auf Nachricht senden geklickt, war auf einmal im Postfach und war übel im Ass. Und er hat meanwhile Druiden und Windweber produziert, wo ich dann am Anfang nicht mehr gegendeffen konnte, weil. Okay. Aber wirst du sehen. Ich hatte ein ganz cooles Comeback, denke ich. Und weiß auch schon, dass eins meiner Probleme durchaus war, dass ich Mauern nicht abgerissen habe, die ich nicht brauchte. Und dass ich einmal zu aggressiv gespielt habe. Ja, ich klicke mal auf Spielen und pausiere direkt. Ja, Leute, wir können leider nicht. Genau, wir können leider nicht. Wir müssen das so ein bisschen so koordinieren, dass wir uns das parallel zueinander angucken. Normalerweise würde Radi Bildschirmübertragung machen. aber leider geht das auf Discord nicht, wenn man nicht Nitro hat, beziehungsweise nicht auf hoher Auflösung. Okay, ich bin drin und ready. Ja, ich auch soweit. Genau. Okay, dann würde ich einfach mal runterzählen. 3, 2, 1, go. Okay. Er hat Lichtjahre zu spät angefangen, sehe ich gerade. Krass. Ja, manchmal bei Natur will man halt so ein bisschen auf die Starteinheit auch warten. Ah, Gegner, wegen 70. Damit man weiß, welche Fraktion das ist und dann sich ein bisschen anpassen. Okay. Also ich war erstmal sehr baff so mit... Ich habe noch nie gegen grünen Starter gespielt tatsächlich. Habe ja jetzt auch erst 10 Matches gemacht. Und wusste jetzt auch... Jetzt war ich im Postfach. Ich glaube... Ja. Okay, und dann ist er dann da dran. Ja gut, was man halt grundsätzlich machen kann, ist vielleicht, wenn man... Du hast halt jetzt hier einen Energiebrunnen gezogen, der dich 100 Energie kostet. Wenn du da dann die Mauer ziehst, um Zeit zu kaufen und vielleicht mit einem Turm verteidigst, wenn er außen rumlaufen will, dann kriegst du das, glaube ich, ganz gut verteidigt. Das war ultra bad, weil ich wollte rein suiciden und mit den verlassenen Follow-up machen mit dem Buff. Aber ich habe ein bisschen gefettfingert, auch weil ich noch ein bisschen gestresst war von dem Postfach und habe die mit reingeschickt. Super Fail. Ja, und jetzt kriege ich ihn halt nicht mehr down. Ja, das ist dann schwierig, wenn sobald die Natureinheiten dann einmal am Boden dran sind und man nicht die große Energie dafür hat, die direkt rauszunehmen, dann kann er mit den Schamanen permanent heilen und die Armee wird halt größer und größer und kann dann nicht mehr so viel gegen machen. Grundsätzlich wäre es halt hier besser, Nox-Einheiten zu spielen, weil Natur an sich sehr, sehr gute Konter für kleine Einheiten in dem Fall hat und Nox-Einheiten halt einfach da besser rein funktionieren.
Jetzt, wo der erste Well dann direkt down geht, der erste Energiebrunnen, da hat dein Gegner halt jetzt einen sehr, sehr großen Vorteil. Das habe ich auch erkannt, deswegen habe ich direkt mit der Situation abgeschlossen und wollte jetzt links irgendwie Pressure machen, damit er da nicht seine fette Armee hat. Wird angegriffen. Ja, ist an sich auch eine ganz, ganz solide Idee zu sagen, okay, jetzt da eine Energie rein zu investieren, wird dir halt einfach nichts mehr bringen. Ja, ja. Das kriegst du dann nicht mehr removed. Ja. Dann vielleicht, wenn es halt möglich ist, an einer anderen Stelle Druck zu machen, wäre natürlich optimal. Ich glaube, hier hat er jetzt gemisplayed, weil ich ziehe die Mauer, weil ich mir denke, wenn er jetzt hier, also es ist irgendwie komisch, dass er da dann ausgerechnet einen Energiebrunnen baut und nicht auf der rechten Seite, wenn ich hier schon die Mauer habe. Mhm. Weil das wird ihm auch noch ein bisschen zum Verhängnis. Der Punkt ist halt, dass er den Energiebrunnen hinten gut noch ganz gut verteidigen kann, weil du halt mit Bogenschützen nicht direkt angreifen kannst. Cool. Deswegen ist der auf jeden Fall noch akzeptabel. Aber ja, auf der rechten Seite wäre natürlich auch eine Option gewesen. Ich glaube, das macht da gar nicht so den großen Unterschied. Okay, aber er baut gleich halt noch einen Energiebrunnen weiter vorne. Mhm. Okay, wie würdest du jetzt bislang meine Chancen einschätzen? Das war ja ein ziemlich schlechter Start. Eigentlich so schlechter hätte es nicht laufen können, oder? Ja, so kann man es im Prinzip schon sagen. Also der Gegner ist sehr, sehr weit vorne, hat natürlich jetzt die Kontrolle im Spiel. Und in den meisten Fällen muss man in so einer Situation dann eigentlich auch so ein bisschen auf einen Fehler hoffen, dass man da wieder so ein bisschen zurück ins Spiel kommt. Weil gerade Energiegeneratoren sehr, sehr früh im Spiel zu verlieren, das macht eine sehr, sehr große Differenz aus. Keine Gefangenen. Genau, und wie du im Prinzip schon sagtest, diese Mauern, die binden halt alle Energie und die kann dein Gegner halt viel, viel aktiver nutzen. Das heißt, du willst eigentlich die Mauern, abgesehen vielleicht von der direkt an deinem Energiebrunnen, abreißen, damit du das zurück über die leeren Energie bekommst und die Energie viel, viel aktiver vielleicht in den Angriff mit reinnehmen kannst oder in der Verteidigung direkt. Jetzt habe ich so ein bisschen eine Chance gewittert, dass ich da jetzt die Mauer wieder besetze und meine Phasentürme rein teleportieren lasse, weil ich jetzt so schon... Ist, glaube ich, nicht so leicht dann für ihn zu knacken, auf jeden Fall. Und übe halt hier Druck aus. So. Na, ist auf jeden Fall eine gute Idee, da auf jeden Fall für den Energiebrunnen zu gehen. Genau, weil er hat ja links jetzt auch nicht so viel zu holen. Klar, ein Energiebrunnen ist doof, aber wenn ich unten dafür zwei krieg. Ja, wenn du zwei für einen da kriegst, dann wäre das eine super Sache für dich letzten Endes. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für dich. Genau, und rechts. Ich glaube, jetzt kommt. So ein bisschen der, wie sagt man, mein Sargnagel, was ich jetzt rechts unten mache, weil ich denke mir, Alter, er passt hier nicht auf, ich ziehe eine Mauer und mache sein Monument weg. Aber ich habe so wenig Energie und habe jetzt in die Mauer noch mehr Energie verschwendet und hau da jetzt noch eine Verlassene raus und jetzt kann ich oben halt dann überhaupt nicht mehr deffen und ich glaube, das war wirklich dann der Sargnagel. Ja, es ist schon richtig soweit. Ja, das ist halt der Punkt, wenn so viel Energie dann eben gebunden ist, gerade in diesen Mauern und Türmen, dann hat man einfach nicht mehr sehr viel Energie über den leeren Rückfluss und kann da dann auch einfach gar nicht mehr verteidigen. Ja, und ich hatte auch, ich habe auch basically keinen Energiebrunnen mehr, also außer die Startdinger. Ja. Ja, ich glaube, hätte ich beim Monument, das war ein bisschen over the top, hätte ich da lieber geschaut, dass ich die Phasentürme früher zurückziehe, und oben Verteidigung ein bisschen, ob ich es verteidigt gekriegt hätte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall höhere Chancen. Ja, auf jeden Fall eine bessere Position für dich gewesen. Klar, man muss natürlich immer mit reinrechnen, du hast da einen schlechten Start, dadurch, dass der Energiebrunnen am Anfang sofort weg war. Aber klar, wenn jetzt dann zum Beispiel vier Mauern auf der Karte und vier Türme, das sind halt 340 Energie, noch mehr, glaube ich. Ja, nee, 340 doch, die da komplett gebunden sind. Und teilweise sind da auch noch Bogenschützen, die dann da mit im Angriff waren. Das kann der andere halt dann so gut nutzen, dass da nicht mehr viel Raum für dich ist, zu verteidigen. Und sagen wir mal, die mobilen Einheiten sind halt einfach schneller, als da die Phasentürme Druck machen können. Ja, ich renne ab jetzt eigentlich nur noch hinterher, baue rechts unten nochmal ein Monument, aber das hatte sich dann erledigt. Ja. Ja, können wir eigentlich hier raus, denke ich. Ja, denke ich auch. Also das ist dann hier, glaube ich... Ja. Also, ich finde, aber da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Klar, ich hatte einen richtig schlechten Start, aber ich finde, so ein, zwei Sachen habe ich ganz gut dann reagiert. Und ja, ich glaube, so das Ultimative, nicht alle Mauern dann auch stehen lassen. Und nicht so viel Energie halt generell binden.
ja, in Objekt, in Türme und so Mauern. Genau, das ist eigentlich so das grundsätzlich Wichtige am Anfang, dass du dir da so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, wann du deine Energie sozusagen in Gebäude bindest und wann du die lieber brauchst, um jetzt gerade einen Kampf auszuführen. Also zum Beispiel auch beim frühen Energiebrunnen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, wann ziehe ich da ein oder wann verliere ich den direkt. Das ist immer so eine riskante Sache. Mhm. Wenn man da zu früh einzieht und der Gegner rusht dann mit dem 100 Energie mehr und kickt den Brunnen sofort, ist immer eine ganz, ganz schwierige Position, von da wieder zurückzukommen. Mhm. Aber ja, genau. Stimmt, weil er hat ja auch gar kein Gebäude am Anfang, ne? Genau, ja. Genau. Er ist sofort in den Angriff reingegangen, hat dann natürlich 100 Energie mehr und sobald ja. Er Natur dann nochmal einen guten Trade oben drauf kriegt mit den Schamanen, das True. Snowballt dann alles sehr, sehr schnell. Aber wie verteidige ich sowas? Schamanen, Windweber, Dryade? Also wenn du jetzt den Brunnen mehr hast, brauchst du definitiv einen Turm eigentlich. Also ein Phasenturm wäre in der Situation gut gewesen. Mhm. Wenn er zu schnell ist, vielleicht auch mit der Mauer dann direkt Zeit kaufen am Anfang. Mhm. Dass er halt komplett außenrum laufen muss und dann steht der Phasenturm und dann hast du auch bessere Chancen, das komplett zu verteidigen. Und du hast halt auch mehr Zeit gewonnen. Der Energiegenerator gibt dir auch kontinuierlich Energie wieder rein. Wenn du da 20 Sekunden gewinnst, hast du 10 Energie mehr. Und Nox-Einheiten. Und Nox-Einheiten, auf jeden Fall. Gerade wenn viele M-Einheiten kommen, da sind die Nox-Einheiten super gegen und Natur hat keinen direkten Counter, den es spielen kann, um die Nox-Einheiten sofort rauszunehmen. Windweber sind ganz okay, aber jetzt nicht super stark dagegen. Also zum Beispiel gegen Verlassene machen Windweber halt doppelten Schaden direkt. Ei. Das ist ein bisschen kritisch. True. Okay, das reicht mir als Learning. Cool, dann gehen wir raus. Okay. Ja, das nächste Match, da habe ich dann auch selber gemerkt auf Yirma, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da wurde ich dann langsam warm, weil ich habe jetzt auch seit dem Wochenende nicht mehr gespielt. Wir nehmen hier gerade am Mittwoch auf. Können wir auch direkt rein. Ja, ich habe jetzt auch pausiert. Das war auch jemand, glaube ich, auf meiner Elo, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist der Hotkey für pausieren? Gibt's nicht, oder? Ich glaube, es gibt tatsächlich in den Replays keinen Hotkey dafür. Okay. Ja, ich zähle wieder runter, ja? 3, 2, 1, go. Ihr seid unbarmherzig. Hier habe ich mal die Erfahrung gemacht gegen Frost, dass, wenn ich mir die Mitte hole, der Frostspieler an der Seite einfach immer seinen Adler rüberschickt und ihm shieldet. Also er hat irgendwie dann an der Seite so ein Gebäude gemacht, was Einheiten Schild gibt und ist immer mit seinem dummen Adler rübergeflogen und hat mich komplett nass gemacht. Da wusste ich auch gar nicht, was ich machen soll. Ja, also grundsätzlich, also als Idee mit Schatten dagegen, Nightguard kann den Adler einfach übernehmen. Oh lol, ja. Das hilft da auf jeden Fall. Okay. Also was ich, vielleicht kannst du einmal kurz pausieren, dann kann ich nochmal kurz was zu der Situation sagen. Also erstmal habt ihr jetzt beide einen Energiebrunnen gezogen. Also das heißt, ihr habt jetzt gleich viele Ressourcen zur Verfügung. Was aber auf dieser Map sehr, sehr wichtig ist und was vielleicht gerade so einem Anfänger nicht klar ist, und das, in dem Fall habt ihr es jetzt auch beide nicht gemacht, ist diese Mauer abzureißen. Auch diese Startmauern, die man quasi geschenkt bekommt, binden Energie. Und auf dieser Map ist das eine ganze Menge Energie. Also 75 bindet diese Mauer. Weil es quasi das heißt, drei Mauern sind. Ja, sozusagen, wahrscheinlich haben die sich das damals dabei gedacht. Also es ist tatsächlich ein Random-Wert, der dann von EA festgelegt wurde für die einzelnen Mauern. Und solche großen sind dann halt oft ein bisschen teurer. Nur der Punkt ist halt, wenn man diese Mauer halt am Anfang abreißt, bekommt man dieses 75 Energie zusätzlich in die Leere rein. Mhm. Also in diese leeren Energie, die dann zu einem zurückkommt. Okay. Das ist ein richtig, richtig großer Energievorteil, den man auf jeden Fall den will man immer mitnehmen. Okay. Da gibt es eigentlich keine Spielsituation, wo man diese Mauer nicht abreißen möchte auf dieser Map. Mhm. Und das muss man halt einmal gesagt bekommen, weil... Ja, true. Leuchtet aber ein. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig. In dem Fall habt ihr sie jetzt beide nicht abgerissen, also ist es da eine gleiche Spielsituation für euch beide. Gleich scheiße. So, jetzt in dem Fall hat sich die Nestie auf jeden Fall für den Gegner ausgezahlt, also die böse Überraschung. Du machst schon weiter, sorry. Achso, sorry. Das habe ich vergessen. Alles cool, ich... Pausiere einmal kurz auf 50 Sekunden da. 50 Sekunden, okay. Da habe ich gedacht, das ist GG. War ich auch ein bisschen tiltet, weil ich dachte, die böse Überraschung lohnt sich erst ab 3 Units, die man trifft. Aber das Ding ist, ich hatte ja den Beschwörungsmali, wie heißt das? Naja, ist auch egal. Und deswegen ist halt alles von mir draufgegangen, instant. Ja. Also es wurden aber auch 3 Einheiten getroffen. Ich weiß nicht, hast du jetzt bei 50 pausiert oder? Ja, ich zähle jetzt runter. Gut. 3, 2, 1, go. Also in dem Fall hat es hier 3 Einheiten getroffen, also Schrecksfrost, die Verlassenen und die Nox-Einheit. Ja. Und die gehen natürlich dann in dem Fall alle down. War richtig scheiße.
Ist natürlich eine super Situation jetzt für den Gegner. Ja. Aber also ist jetzt ein Unterschied von 50 Energie, ist jetzt nicht das Ende der Welt, sagen wir es mal so. Das ist nicht die beste Situation, dein Gegner ist durchaus vorne, aber das ist eine Spielsituation, die man noch gewinnen kann, weil du halt durch den Lernrückfluss auch deine Energie über Zeit zurückbekommst und wenn er dich hier sofort Druck macht und einen Energiegenerator kaputt macht, dann macht das nicht so viel aus in dem Fall. Jo. Also das ist, sagen wir mal, ein kleiner Vorteil. Zum Beispiel im ersten Spiel, wo der Energiebrunnen direkt down war, das ist ein deutlich größerer Unterschied dann. Ja. Ich wollte ja eigentlich nach rechts unten rennen, aber sehe jetzt, dass er kommt. Und denke mir, nochmal passiert mir das nicht. Ja, er hat jetzt ja auch keinen Schreckensfrost in der Nähe gehabt, was schon volle HP hat, was ja auch so das Ziel ist, wo man die böse Überraschung draufspielen will. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen für dich, die zu spielen. Ja, machst du auch, okay. Genau. Und irgendwie, er overused es jetzt meiner Meinung nach. Ja. Ja, ist vollkommen richtig. Das lohnt sich halt wir überhaupt nicht. Genau. Also in dem Fall, er hätte halt versuchen können, sich zurückzuziehen, weil seine Einheiten gerade noch so überlebt haben. Ja, ja. Wenn er die da zum Energiegenerator oder zu einem Gebäude generell einfach zurückschickt und versucht zu heilen. Jetzt hat er es nochmal overused. Ja, genau. Das rechnet sich halt nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt mein Eintritt wieder ins Game. Jetzt bin ich vorne wahrscheinlich. Und habe jetzt erstmal, ich habe jetzt überlegt, was ich mache und habe gesagt, okay, ich heile jetzt erstmal meine Einheiten. Ja, ist eigentlich genau die richtige Antwort auf die Situation. Du hast halt mehr Energie verfügbar als dein Gegner. Das heißt, wenn du diesen extra Energiebrunnen, der dir langfristig Vorteile generiert, ziehst, kann er ihn nicht gut angreifen. Plus du hast einfach diesen Benefit, dass deine Einheiten noch dann direkt geheilt werden vor an Ort und Stelle. Mhm. Ja, der offensive Phasenturm funktioniert halt nicht so gut, wenn er halt hier vorne gebaut wird, weil Gebäude halt 200% mehr Schaden nehmen in der Konstruktion. Oh, das ist auch ein interessanter Fakt, das wusste ich noch nicht. Deswegen, jetzt denke ich mir halt, okay. Ja, genau, perfekt. Genau, das sind dann wieder 3 Einheiten removed. 150 für 110, hat sich super gelohnt. Ja, und jetzt merke ich halt, was er für ein aggressiver Spieler ist. Und überlege mir halt, okay, ich bin jetzt erstmal nur reaktiv. Wenn er immer wieder kommt, bin ich nur noch reaktiv. Ja. Das ist auch so eine Spielsituation, wo man das sehr gut machen kann, dadurch, dass du halt einen Energiegenerator mehr hast als dein Gegner. Ja. Solange du diese Position aufrecht erhältst, ist es komplett okay, auch reaktiv zu spielen, weil du einfach diesen passiven Ressourcenvorteil bekommst über die Zeit. Der wird sich dann halt einfach im Late-Game sowas von auszahlen, dann hat man einfach viel, viel mehr Energie für Einheiten, Spells und so weiter. Er wastet halt super viel Energie, ne? Mit böse Überraschung. Ja, vielleicht ist ihm gerade in dem Punkt da nicht bewusst, dass die Einheit dann halt keinen Schaden mehr macht, wenn sie schon low ist. Also die aktuellen HP zählen ja nur bei der bösen Überraschung und nicht die Max-HP. Ja. Aber er macht immer weiter. Und ich bin jetzt schon T2. Eigentlich ist hier schon gewonnen für mich, denke ich. Aber mich würde trotzdem interessieren, was du so zu meinen, was du sagst, wie ich quasi trotzdem das noch quasi finische. Weil ist ja auch immer eine wichtige Sache. Na klar. Ja, hier inte ich ein bisschen rein. Ich wollte eigentlich eine Fähigkeit der Nox-Einheit halt anwenden auf den Phasenturm, aber hab die Reichweite überschätzt. Ja. Das geht natürlich da nicht durch bei den Verlassen, die natürlich auch nochmal Bonusschaden an der Nox-Einheiten haben. Also ich würde im T2 an sich vielleicht so ein bisschen weniger auf die Phasentürme setzen, grundsätzlich. Okay. Oder generell so von den meisten T1-Einheiten oder Gebäuden absehen. Also manchmal kann man einen Phasenturm noch im T2 spielen, aber in den meisten Situationen will man eigentlich eher über die Einheiten, die man dann auch im T2 verfügbar hat, das Spiel dann auch ausspielen, weil die einfach effektiver sind. Das gleiche gilt halt für die Nox-Einheit. Also für 50 Energie in die T2-Einheit zu investieren, zum Beispiel eine Schattenmagierin oder Dunkelelf-Assassin, ist einfach effektiver, weil die T2-Einheiten haben einfach immer fast in jedem Fall eine höhere Kosteneffizienz. Da habe ich gelernt, dass eine Schattenmagierin einen Phasenturm two-shottet. Ja, das ist sehr stark. Ey, die macht einfach einen Schaden, das ist geisteskrank. Ja. Das ist auf jeden Fall eine der besten Einheiten, die Vorschatten in T2 zu bieten hat. Okay, und jetzt merke ich halt, okay, jetzt will ich aktiv werden. Beziehungsweise mach halt noch mehr Druck über halt T3. Ich glaube, dein Gegner könnte in diesem Fall auch deutlich mehr machen, als er es jetzt gerade natürlich noch tut. Echt, also ja? Vielleicht aufs T3 reagieren, also er hat über 300 Energie halt ungenutzt gerade. Oh, okay. Ich sag mal, grundsätzlich die Position für ihn ist so oder so sehr schlecht, aber zum Beispiel, wenn er jetzt das T3 hätte er durchaus angreifen können mit ganz, ganz vielen Verlassenen, vielleicht motivieren können und dann diese Fähigkeit anmachen, dann hätte er das vielleicht auch noch unter Druck setzen können. Aber ja, die Position ist auf jeden Fall super gut für dich.
Also die Nest, die gerade war, also die böse Überraschung war gerade in Ordnung, aber vielleicht nicht super optimal, weil du jetzt natürlich T3-Einheiten hast, die halt nochmal sehr, sehr viel mehr an Trades rausholen können, auch wenn sich die Nest, die gerade schon gelohnt hat. Da später vielleicht noch eine zusätzliche T3-Einheit zu haben, ist vielleicht sogar noch besser. Aber ja, das ist halt dann eine sehr gute Sache, die Kultistmaster aktivieren, dann eben nur diese Nachtkriecher reinschicken und die Kultistmaster dann wieder heilen und dann später, wenn die dann geheilt sind und die Ability wieder aktiv ist, wieder zu aktivieren. Das ist halt ein gutes und effektives Trading. Jetzt habe ich fast aus Versehen die Schattmagierin-Fähigkeit auf ihn angewandt, aber ich ein bisschen gefettfingert. Zumindest noch gecancelt. Ja, und jetzt renne ich halt einfach mit Ashborn und den Kultus-Dingens meistern durch. Ist, denke ich, so the way to go auf T3, oder? Dass es so die Hauptunits sind. Ah, mit T1 kann man dagegen so. Ja, true. Okay. Ja, auf jeden Fall, genau. Dann denke ich, reicht bis hierhin. Was ist so dein Eindruck vom Game? Also, jetzt insgesamt finde ich, sind da schon auf jeden Fall ein paar gute Ansätze dabei. Auch so diese grundsätzliche Idee jetzt, dass du halt, nachdem du den Kampf gewonnen hast, dann den Extra-Bund gezogen hast und dann auch passiv sozusagen verteidigt hast, die gute Position einfach gehalten hast, ohne jetzt super aggressiv jetzt irgendwie zu viel Energie zu wasten. Das war, finde ich, an sich schon mal eine sehr, sehr gute Richtung. Wo du vielleicht noch so ein bisschen drauf achten musst, ist vielleicht einfach mal so ein bisschen da auch in die Übung zu kommen, wie man so diese allgemein anfänglichen Trades im T1 ausspielt. Also, dass man zum Beispiel, wenn jetzt man Schatten gegen Schatten spielt und da sind jetzt, sagen wir mal, grundsätzlich die erfahrenen Spieler unterwegs, die würden zum Beispiel nur auf Verlassene setzen und vielleicht ein einzelnes Schreckensrost für einen böse Überraschung nebenbei halt mitlaufen lassen. Aber so Sachen wie Nox-Einheiten oder so werden zum Beispiel im Schatten Mirror nicht so wirklich gespielt. Ja, und, da war mein Gedanke, dass die Nox-Einheit halt gegen Schreckenrost mehr Schaden macht, aber... Genau. Ja, es ist ja auch an sich nicht schlecht, aber dadurch, dass zum Beispiel Verlassene die Haupteinheit ist, die Schatten da benutzt, wo die Nox-Einheit zum Beispiel nicht so stark drin ist, ist da so ein bisschen das Augenmerk zu legen. Ja. Und ja, aber das sind halt auch Sachen, die kommen dann so ein bisschen mit der Erfahrung rein, wenn man die Matchups dann auch öfter gespielt hat. Deswegen, das hatte ich auch schon mal letztens noch erzählt, dass es halt einfach super, super wichtig ist, wenn man mit dem Spiel anfängt, dass man sich erstmal auf ein Deck fokussiert, weil es einfach so viele verschiedene Matchups gibt und da es einfach sich viel, viel mehr auszahlt, ein Deck zu lernen, da mal die Karten kennenzulernen, die einzelnen Matchups kennenzulernen, das hilft einem dann über die Zeit enorm. Okay, cool. Nice. Dann verlasse ich mal die Wiederholung. Hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen und auch gefallen. Wenn euch das auch gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schaut bitte bei Radik vorbei. Der macht ganz viel tollen Battleforge bzw. Skylords-Content. Und ich werde jetzt, bin auf jeden Fall motiviert, mehr PvP zu spielen. Ich muss halt gucken, inwiefern ich es zeitlich dann auch hinbekommen, weil ihr kennt mich ganz oder gar nicht. Und das PvP-Turnier, da wird es auch noch Infos zu geben. Tschüssi.